Folge 34, Ocarina of Time. Wir haben immer noch keine bessere Idee, aber wir haben jetzt mehr Feen. Wir haben mehr Feen. Also im Zweifelsfall einfach länger nichts schaffen und dann wieder sterben. Ich hau einfach drauf. Das ist jetzt meine Taktik. Das ist eine sehr, sehr gute Taktik. Ich visiere ihn auch nicht an, sondern... Einfach immer exakt gleichzeitig hauen. Sehr schön, dann kann dir auch nichts passieren. Na komm. Dark Link. Mann, der ist aber auch gut, wie er immer genau weiß, wann du haust. Okay, das war gut. Es hat mir gar keinen Schaden gemacht. Es hat dir keinen Schaden gemacht. Ich bin auch gerade ein bisschen irritiert. Sollte es echt so einfach sein, einfach nur im richtigen Moment so draufhauen, dass er nicht sich wehren kann? Ja, okay. Du hast noch, keinen Schaden genommen. Jetzt habe ich. Jetzt, okay, aber... Ich wollte das nur mal erwähnt haben, dass du schon zweimal getroffen hast, dass du musstest das letzte Mal schon zweimal zaubern. Ja. Was du ja auch immer noch machen kannst, weil du ja volles Mana hast, also. Nein. Weißt du wie oft? Sechsmal vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Letztes Mal haben wir, glaube ich, fünfmal geschafft. Und da war er noch nicht tot, also. Ist halt aber immer die Frage, wie viel Feuer an Schaden macht und wie viel Schlagen. Ja. Bisschen aneinander vorbei gerade, aber gut. Durchschlagen ist er halt immer in einer Bewegung gefangen und da kann ich langsam hinter seinen Rücken. Ich kann langsam hinter seinen Rücken, aber ich will. Theoretisch. Ja. Ja, schön. Okay, das war sehr einfach. Das läuft gut, das war jetzt schon 7, okay. 8. Mann, Alter, wie viel hat er denn? Das ist ja fürchterlich. Ich glaube, der hat so viel wie ich. Also immer exakt gleich viele Herzen, oder was? Ja. Boah, wärst du mal mit weniger Herzen irgendwie. Weil du hast Feen und er nicht. Ja. Also wäre etwas jetzt... weniger Herzen besser. Wirklich? Das hat ja super funktioniert. Ja, gerade. Klasse, oder? Nein, jetzt hör doch auf, mach doch einfach... Ja, er springt aber jetzt zurück. Ja, dann sei doch jetzt einfach besser. Time for magic, magic. Kamehameha. Er ist auch schon... Ja. Nö, das toll. War's. Toll. Glückwunsch, das war der eine Schlag, der gefehlt hat. Top. So. Hervorragend. Oh, das ist gar kein unendlicher Raum, sondern einfach ein Keller. Stödüm. Schade, schade. Ja, aber schön gemacht. 3 Minuten. Top. Hätte das letzte Mal auch so laufen können. Ja. Und da ist er, der unglaubliche, der unvergleichliche, der nie erreichte, oft kopierte Greifhaken. Nee, das ist jetzt der Kompass. Den Kompass haben wir schon. Hättest du jetzt was Realistisches gesagt, wie Master Key oder so. Ach man. Er reicht doppelt so weit. Whoop, whoop. What? Watch out. Was ist das? Hey, siehst du das hier nicht aus wie das Symbol am Zeitpunkt? Möglicherweise solltest du hier die Zeitkacke machen. Die Zeitkacke mache ich. Mach mal die Zeitkacke. Ja. Und schnapp dir ein Stück Kuchen, weil das hast du dir jetzt verdient. Trink aber was dazu, der ist ein bisschen trocken. Aber lecker. Der steht hier schon seit gestern. Was zur Hölle? Ein grünes Pfeilding. Darf ich nicht draufstehen oder was? Du darfst nicht draufstehen. Probierst du jetzt die Hymne der Zeit nachzublasen? Ja, ist nicht so einfach. Wenn man nur einen Wasserstand im Bier, in der Bierflasche hat. Musst du schnell raustrinken. Musst schnell trinken und dazwischen wieder pusten. Ja. Und dann sample ich das mit so einer Soundmaschine. Dann wiederholt sich das immer. Schön, wo sind wir denn jetzt? In der Höhle. In der Hölle. In der Schlange. Cool. Spickit, sei vorsichtig, lass dich nicht von den Strudeln erfassen. Von den Apfelstrudeln oder was? Oh nein, lebende Apfelstrudel, die uns als Leder wollen. Das ist gefährlich. Also Fabian, pass auf, wenn die Vanillesoße von der Decke tropft, lass dich nicht vom Strudel erfassen. Ich versuch's, Dennis. Ja, auch wenn es schwer ist. Oh, ich mag Apfelstrudel mit Vanillesoße. Oh, ich auch. Ich freue mich schon auf meinen Österreich-Urlaub im Sommer. Das wird so geil. Ich werde einfach jeden Tag Apfelstrudel mit Vanillesoße oder Vanilleeis essen.
Also die Herzen sind jetzt... Oh, das ist Skulptur. Okay. Da musst du jetzt mal ein bisschen... So viel Zeit muss sein? Ja. Stellen wir uns mal kurz hin. Genau. Blop. Ach, weiß was. Kannst doch mal so ein Herz mitnehmen. Also. Aber nicht zu nah dran. Nee, ein bisschen vorsichtig. Man weiß ja nie, wie gemein Miyamoto und Co. waren. Ja, schon manchmal. Bisschen fies. Ja, bei Mario ja auch gerne mal so ein Extra-Leben, eins ab. Ja. Irgendwie auf so einer Plattform, die dann einstürzt oder so. Hm, okay, die kann ich nicht erinnern, die ist sehr nett. Komm her, du kleine Sau. Ja, das ist jetzt ja alles gar kein Problem mehr für uns mit diesem super krassen Mega-Hintergrund. Mhm. So, und dann schön an die Wand, ne? Stell mal an die Wand. Genau, vorbei am Strudel. Sehr schön. Mann, Alter, pass doch mal auf, ey. Was machst du denn? Der wurde selbst hingezogen, denn da kann ich jetzt nichts für. Naja, ich weiß ja nicht. Das sagst du jetzt nur, um meine Gefühle zu verletzen? Ja. Okay. Warum kann ich jetzt danke? Mhm. Aber das ist wieder Fall und Bogen, ne? Ja. Mhm. Hm. Wird sich das zu einem Problem entwickeln? Naja, kann ja nicht, weil es muss ja möglich sein. Siehst du? Geht. Problemlos. Und du hast dir Sorgen gemacht. Mach mir immer noch vor. Zu doof, die Dinger kaputt zu haben. Komm jetzt her! Du Nutter. Hallo? Ich meinte die Fee. Ja, hallo? Siehst du? Wenn man sie. Ist sie jetzt durch mich durch? Ja. Die ist mit dir durch. Das kann ich aber verstehen, so wie du sie beschimpfst manchmal. Hat's verdient. Sie weiß genau, was sie gemacht hat. Ach so. Sie ist nicht für mich gestorben. Nee. Vielleicht doch eher von vorne so? Ja. Maybe. Da ist doch eine Plattform rechts, da kannst du was hin. Also, okay. So schwer ist es nicht. Kannst du sogar hinlaufen fast. Tue ich auch. Sicherer. Ja, weil ich nicht von den Strudeln erfasst werden will. Von den Apfelstrudeln. Mit der Vanillesoße, die ist toll. Oh! Fabian, du bist gefickt. Tut mir leid. Aber nicht im guten Sinne? Nein, in dem anderen. Du kommst da nicht raus. Ich komm doch da aber hoch. Nein, dann vielleicht nicht da, wo die Wand ist, sondern daneben. Ja. Nee, da geht's nicht. Okay, stehe ich halt hier im Stuhl. Stehen wir halt hier. Dann wohnen wir jetzt hier. Tja, that's your life now. Schade. Aber jetzt mal ehrlich, das ist doch vollkommen blöd. Ja, ist es. Dann halt in den Strudel. Und wo kommen wir da wieder raus? Vorne. Das geht ja sogar noch. Aber warum hat er sich da jetzt nicht hochgezogen? Dumme Sau. Bestimmt war das Navi, die hat sich gerecht für deine bösen Kommentare. Ich hab's ja nicht zu Navi gesagt, auch wenn ich's zu ihr sagen würde. Ich hab's zur anderen Fee gesagt. Zu einer der dreien, die du dabei hast. Nee, zu einer, die aus dem Top kam. Ach, aus dem Top? Aus dem Top, aus dem Moose-Top. So, jetzt hier rechts an der Wand. Genau. Ja. Mann. Verwascht! Voll so stark. Der war so gedreht, ne? Ja. Also jetzt hier an der Wand lang, immer an der Wand lang. Brauchst du gar nicht hoch. Kannst du aber machen. Ja, sicherheitshalber. Ja, das sieht so aus, als würde er mich gleich rübersaugen. Aber ich bin doch einfach nur hingelaufen, ne? Ja. Sollte ich da noch mal hinlaufen oder glaubst du, mit Schwimmen ist es okay? Versuch's doch diesmal mit Schwimmen. Mit Laufen hat ja nicht geklappt, also. Geht doch. Hast du nicht schnell genug wahrscheinlich dich raufgezogen? Also so minimal zu langsam. Aber dass ich auch von der Seite nicht das Auge betätigen kann, ist ein bisschen blöd. Ja, siehst du, deswegen nicht bestes Spiel aller Zeiten, sondern nur mit auf der Liste. Ja. Ja, komm. Haben wir doch schon längst geschafft, liebe Countdown. Uhr. So, haben wir wieder den Schlüssel und sind in dem Raum. Und wissen jetzt ja auch noch, dass es auf jeden Fall noch einen weiteren Ort gibt, wo wir weiterkommen. Nämlich da, wo wir aufs goldene Auge schießen konnten, im Zentralraum. Genau. Wo wir die Box schon zur Seite geschoben haben. Vor mehreren Folgen. Was? Ja, letzte war es, glaube ich, am Anfang. Relativ. Ja.
wo wir noch Progress und so genau wussten, ja. Ach, weißt du, was hier zur Feier des Tages? Den haben wir noch. Schön, schön. Ein Herz für Tech-Tiles. Ja, vor allem jetzt kommen wir ja wirklich überall hin. Das ist ja super. Mhm. Das ist ja genial. Nie wieder Probleme in diesem Spiel. Vor allem das Item, was ich am nervigsten finde, hilft bei Speedruns immer am meisten. Nämlich die Gleitstiefel, die wir im Geistertempel irgendwann bekommen. Okay. Sind halt, also ich finde die komplett nervig, weil zum Starten des Laufens bist du dann immer langsam, weil du gleitest. Mhm. Also du bist die ganze Zeit... Danach flitzt du aber wie bescheuert, weil du über den Boden schwebst quasi fast. Nee, du bist auch nicht schneller, du kannst bloß über Abgründe eine Zeit lang rüberschweben. Ah. Also du bewegst dich die ganze Zeit, als wärst du auf Eis, weil du die ganze Zeit rüberglittst. Ah, okay. Ah, Vorsicht, Krabbe. Ah! Wow. Fett Herzen gesammelt. Krass. Mhm. Krasso. Hm. Also, wir haben ja gesagt, da geht's einmal lang, da unten ist noch was, da ist was. Gehen wir aber erstmal unten lang. Weil irgendwo muss ja noch The Mask kisseln. Ja, das stimmt. Wie Fabian es halt perfekt abpasst, beim Herabsinken noch ein Stück vom Kuchen abzubeißen. Muss jetzt sehen, wie er sich hier verrenkt, damit er das noch hinkriegt. Toll. Mein meisterhafter Plan wäre aufgegangen. Wären nur diese Görn und ihr Hund nicht gewesen. Die fünf Freunde, oder was? In ihrem Gangbang-Bass. Das so der meisterhafte Plan. Nicht die fünf Freunde, sondern Scooby-Doo. Scooby-Doo. Wie du vom Gangbang Bass. Nee, bei Scooby-Doo gibt's nur mal den Gangbang Bass. Ich meine, der heißt nicht so, aber es ist nur mal der Gangbang Bass. Ich meine, zwei Kerle, zwei Mädels und ein Hund, da kann doch nur ein Gangbang Bass rauskommen. Soviel zum Thema Demografie, da gucken auch Kinder zu. Hallo Kinder. Hallo. Hi. Hallo. Gangbang ist ein leckerer Art von Pudding. Genau. Fragt mal eure Mutter, ob sie auch hin und wieder mal ein Cream Pie macht. Ja, ob sie das mal für euch kochen kann. Gut, zurück zum Thema. Was finden wir denn jetzt hinter dieser verschlossenen Tür? Tech-Tiles, die mich nerven. Achso, hinter der verschlossenen Tür da hinten? Naja, die ist zum Glück nicht verschlossen. Nee, ich meine hinter der, durch die wir gerade durch sind. Also, nervige Viecher, aber die nerven dich ja gar nicht doll, weil die sind ja fast alles schon tot. No. Mehr oder weniger, hauptsächlich findest du hier große Kugeln, die durch die Gegend rollern. Jo. Und dann zur linken ist eine Truhe versteckt. Sag mir jedenfalls die Karte. Ja. Mal sehen, die eine rollt noch da und da noch da. Okay. Gucken wir doch einfach mal, was uns das alles beschert, ne? Lassen wir es mal auf uns zukommen. Wie so eine Kugel halt. Ja. Und den Tech-Tiles ziehe ich jetzt nicht abschließen kann, weil ich zu doof war. Jupp. Ja, dann hau ihn einfach auf den Kopf. Wissen wir ja, das mögen die auch. Mehr Pfeile, sehr schön. Nö. Ich will dich da rankommen lassen. Na, komm her, Kleiner. Deine Freunde immer nah bei dir behalten, aber deine Feinde noch näher. Ach, deswegen kuschelst du immer auf der Couch mit mir? Ja. Hm. Macht Sinn. So, schön, haben wir geschafft. Ja, ich weiß aber gerade nicht, wie wir an die Truhe kommen. Deswegen gehen wir einfach erstmal in diesen Raum. Vielleicht hilft uns das weiter. Wahrscheinlich brauchen wir da den Inhalt der Truhe. Ich schlaf gerade ein. Das ist nicht gut. Mach was Elektromanter! Oh Gott! Ach nö. Die sind doch so ein bisschen unwichtig, aber nervig. Ja, das sind sie tatsächlich, Dennis. Aber das ist kein Problem, die töten wir einfach. Dumme, hilflose Elektromantas, die auf Land springen und da nicht keine Macht mehr über uns haben. Das Element und über uns haben. Juhu! 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 Watch out! Juhu! Überall Herzen. So viele Herzen, ja.
Viewers of Love, meine Freunde. Viewers of Love. So mag ich das. Dann gucken wir doch mal, was dieser Schalter da macht. Der macht den Wasserstand hoch? Ja. Ja. Sieht ganz danach aus. Aber auch hoch genug? Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. The fuck? Wie the fuck? Die drei Fragezeichen. Ja. Yeah. So weit bist du noch auch nicht. Ah, da hast du recht. Da habe ich mich doch schon fast gefragt, wo hier ein Stein ist, den man da rauf machen kann, ne? Ja. Machen wir kaputt. Machen wir kaputt? Dann sieht nämlich anders aus. Und dahin sieht es auch anders aus. Überall sieht es anders aus. Schöne Explosion. Achso, genau, jetzt musst du da auch noch. Genau, einmal Putti-Putt machen. Und dann schieben und dann wieder. Auch wenn es nicht nach Putti-Putt aussieht. Nee. Aber es ist Putti-Putt. Also einfach nur schlecht designt. Nö, ist nicht schlecht designt. Du siehst ja, dass der Gang irgendwo hinführt. Und dann schlussfolgerst du logischerweise, hey, vielleicht ist der symmetrisch aufgebaut. Dafür muss man aber intelligent sein. Siehst du? Und deswegen habe ich es gerallert. Ja, du. Deswegen hat kaum jemand dieses Spiel jemals zurückgespielt, wahrscheinlich. Meinst du, alle Zelda-Spieler sind zu doof? Nee, nicht Zelda-Spieler, aber Kinder. Okay, das also ist ein Argument, gegen dem mich... Also ich wäre an der Stelle möglicherweise gescheitert, einfach nur, weil ich keinen Bock gehabt hätte, mich damit ewig zu beschäftigen. Und es gibt sicher andere Kinder, die auch ähnlich ungeduldig und wankelmütig, was Spiele sind, wie ich damals war. Heute würde ich mich wahrscheinlich eher damit beschäftigen. Aber du würdest auf Game FAQs gucken. Ja, heute würde ich wahrscheinlich bei Gamona oder Game Facts gucken. Also... Welche Folge ist das jetzt in unserer Aufnahmesession? 34. Nee, aber in unserer heutigen vierte. Vierte. Mhm. Dann habe ich also quasi noch einen Tag Zeit, um die Woche zu beenden und den Dungeon komplett zu machen. Ja. Könnte knapp werden. Könnte knapp werden, aber jetzt haben wir... Ah, du hast ja noch 2 Minuten. Komm. Ja, vor allem, ich habe den Enterhaken. Ja, du bist ja eigentlich gut ausgerüstet. Du hast fast alles. Master Key hast du noch nicht, ne? Master Key habe ich schon noch nicht. Aber das kann ja noch werden. Das könnte sich sehr schnell ändern. Weil irgendwo muss das hier auch hinführen, wo wir hier gerade sind. Ja, viel ist nicht mehr zu erkunden, also ich meine... Nee. Und so nervig war der Tempel jetzt gar nicht. Also ich fand jetzt nicht viel schlimmer als die davor. Also, ist halt ein komplexer Tempel, so. Ist halt nicht ganz trivial, so. Muss man schon ein bisschen nachdenken und ein bisschen ausprobieren, aber... Fand's jetzt noch im Rahmen. Also wir haben jetzt nicht irgendwie 4 Stunden hier gesessen und sind völlig verzweifelt. Und wir haben nicht in der Komplettlösung geguckt. Ne? Also ich habe hatte Schlimmeres erwartet. Lass mich nur noch gucken, wo die Geysire sind, dass ich weiß, wie ich springen muss. Mitte, links, rechts. Aber rechts dann wieder weiter als Mitte. Jo. Na, aber ich sehe die ja, wenn sie hoch sind. Das war nur für den ersten Sprung wichtig. Oh, da warst du ganz vorschneller, direkt drüber, meine gute Fabian. Wenn man den Winkel weiß, ne? Tricky, aber gut. So, jetzt sind wir hier. Ach, da wo die Kugeln... Genau, da müssen wir aber jetzt nach rechts, weil nach links geht's halt in den Raum, in dem wir schon waren. Und dass uns die Strömung nicht wegträgt, warten wir jetzt einfach die nächste Kugel ab, lassen die vorbeirollen und dann hachten wir... Mit unseren geilen Metallstiefeln. Oh. Und go, 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 go. Der go, kleine go, go. Kackball. Laufen, 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 schnell. Ja, Skulptula habe ich gesehen. Wird noch nachgereicht. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Oh, hallo. Guten Tag, der Herr. Darf ich Ihnen dieses formschöne Schild anbieten? Kamera, danke. Hilf uns bitte. Sei mal nett. Sei einmal cool, Kamera. Au. Ach, jetzt öffne dich. Warum? Was ist denn das für eine Scheiße? Es geht immer so halb an die Wand irgendwie. Oh. Halb an die Schale. Ja, schön. Da hat der Winkel gestimmt. Da ist die Pfeile jetzt mitnehmen können, aber... Da waren Pfeile? Da waren Pfeile. Da unten. Ja, sind sogar... Viele, deswegen sage ich... Viele Pfeile. Dann nehmen wir die noch mit. Da hat er recht. Sind wir nämlich wieder voll. Man weiß ja nie, wozu man sie noch braucht. Exakt. Und lieber haben... Als nicht haben.
Richtig. Denn hast du was, bist du was und hast du nichts, bist du nichts. So einfach ist das. So kann das euch merken. Oder wie ein sehr kluger Mann mal sagte. Fug! Genau das. Zu blöd, wenn man keinen Schlüssel hat. Weißt du, wo der ist? In dem anderen Raum, wo wir auch noch hingekommen. Oder wo? Mit dem Auge, wo wir durchschieben müssen. Und jetzt hole ich mir das Skulptula. Das war wenigstens irgendwas. Holen wir doch jetzt. Ja. Progress! Progress! Weil wie ein sehr kluger Mann mal sagte, kauf's dir doch einfach, dann hast du es. Ja. Gut, Leute. Ihr habt uns diese Folge abgekauft, aus irgendwelchen Gründen. Wir holen uns jetzt den Schlüssel und nächstes Mal wieder für euch da. Macht's gut, bis dann. Tschüss!